Du studierst Lehramt, dann wirst du im Laufe deines Studiums viele Reflexionen schreiben müssen. Doch vielen Studierenden fällt das nicht leicht. Mit diesem Video möchten wir dir helfen. Wir erklären, was eine Reflexion ist und was man beachten sollte. Was ist eine Reflexion? Beim Reflektieren machst du dir Gedanken zu einer Situation oder einem Thema. Du setzt dich damit kritisch auseinander und gewinnst so neue Erkenntnisse für dich. Es gibt verschiedene Arten von Reflexionen. Du kannst zum Beispiel deine eigenen Lernerfahrungen reflektieren. Dabei denkst du darüber nach, wie du selbst in der Schule gelernt hast. Oder du beobachtest den Unterricht deiner Betreuungslehrerin. Wie reagiert die Lehrperson in einer bestimmten Situation? Schließlich kannst du auch deinen gehaltenen Unterricht reflektieren. Wie hast du deine geplante Einheit konkret durchgeführt? Je nach Reflexion ändern sich also die Aspekte, die du genauer analysierst. Darum ist es bei Reflexionen wichtig, den Schreibauftrag genau zu kennen. Ist dir die Angabe zu ungenau? Dann frag bei deinen Dozentinnen nach. Nur so kannst du eine passende Reflexion schreiben. Im Lehramtsstudium wirst du vor allem Unterrichtssituationen reflektieren. Dafür musst du zuerst eine Unterrichtssituation beobachten. Dabei ist es wichtig, objektiv zu bleiben. Deine eigene Meinung sowie subjektive Interpretationen sollten nicht in deine Beschreibung einfließen. Anschließend analysierst du einen Aspekt genauer. Unabhängig vom analysierten Aspekt und von der Reflexionsart bleibt immer eins wichtig. Bleib nicht bei deinen Beobachtungen und eigenen Gedanken stehen. Verknüpf sie vielmehr mit passenden pädagogischen oder didaktischen Theorien. Dadurch soll dein Unterricht theoretisch fundiert und gegebenenfalls auch besser werden. Ist etwas schiefgelaufen? In der Reflexion kannst du für das nächste Mal eine bessere Lösung finden. Oder hast du alles perfekt gemeistert? Die Reflexion zeigt dir, dass dein Weg der richtige war.